Heute habe ich zwei Sachen für euch. Wir werfen zuerst einen Blick nach Boca Chica. Und dann habe ich noch ein paar Details zu den geleakten Blue Origin Memos. Es hat mich echt schockiert. Deswegen möchte ich den Fokus heute auf diese Memos legen. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch da lässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du mich mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Starten wir gleich mit dem Starship Update. Obwohl im Moment nichts fliegt, tut sich trotzdem extrem viel in Starbase. B4 steht weiterhin neben dem orbitalen Startplatz auf der Landezone. Crews arbeiten weiter an dem Booster. Weil das einige in den Kommentaren der letzten Ausgabe gefragt haben, möchte ich euch gerne diese Abdeckungen zeigen. Die COPVs, die außen am Booster befestigt sind, werden mit diesen Abdeckungen versehen, bevor der Booster abhebt. Die Plastiktüten oder wie wir in Österreich sagen, diese Sackerl, werden natürlich vor dem Flug entfernt. Wenn du wissen willst, was ein COPV ist, dann schau dir dieses Video in der Infobox an. Da erkläre ich das näher. Ich glaube, ich habe euch in der letzten Ausgabe einen Blödsinn erzählt. Diese Punkte über den Triebwerken sind nicht die Kontakte zum Starttisch. Denn der Starttisch hält den Booster an der Unterseite der Außenwand zwischen den Triebwerken. Laut dem Kommentar von Jan Becker unter meinem letzten Video helfen diese kleinen Kästchen dabei, die Triebwerke zu kühlen. Der Booster musste Platz machen, damit die Mitarbeiter mit der Installation der Klammer und der Fangarme beginnen können. Dafür wurde Frankencrane zunächst schlafen gelegt und rekonfiguriert. Es arbeiten nur noch einzelne Mitarbeiter an den beiden Gebilden. Das indiziert, dass sie so gut wie fertig gebaut sind. Mittlerweile wurde Frankencrane wieder aufgeweckt. In den nächsten Tagen sollte der Turm die Fangarme bekommen. Wie immer gibt uns die Grafik von Brandon Lewis auf Twitter einen wunderbaren Überblick über den Baufortschritt in Boca Chica. Der Tankfarm fehlt nur noch der GSE Tank 8. Dieser ist schon fertiggestellt und wartet auf seinen Transport zum Testgelände. Die übrigen zwei Schalen für die Tankfarm sind neben der Raffinerie schon bereit, um in ihren Dienst zu treten. SpaceX steht kurz vor der Vervollständigung von Booster 5 und hat schon mit dem Bau von B6 begonnen. Auch S21s Einzelteile sind bereits vollständig und warten noch darauf, gestapelt zu werden. Die S21 Nasenspitze hat schon eine Steuerfläche und die meisten Hitzeschutzkacheln bekommen. S20 hat die ersten Tests über sich ergehen lassen müssen und hat, wie es scheint, bestanden. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass B4 und S20 bereits überholt sind und bald eingelagert oder verschrottet werden. Denn S21 und B5 sind so gut wie bereit, um zum Testgelände gebracht zu werden. Es dauert keine 3 Wochen, bis der Booster und das neue Schiff fertig gestapelt sind. Auch S22 und B6 sind schon in Arbeit. Sie haben sicher einiges aus den Wochen gelernt, in denen der Booster auf dem orbitalen Starttisch gesessen ist. Und die Cryotests von S20 waren auch sicher aufschlussreich. Besonders wenn man den kleinen Vorfall bedenkt, der dazu geführt hat, dass einige Hitzeschutzkacheln davonfliegen. Einige Steuerdüsen hatten durch ihre Wucht Kacheln aus der Halterung gelöst und weggeschossen. Das sollte nicht passieren. Dennoch denke ich, dass S20 als nächstes mit Raptor-Triebwerken versehen wird und ein kurzes statisches Feuer durchführen wird. Ich gehe davon aus, weil der Schubsimulator entfernt wurde. Für gewöhnlich folgt darauf die Installation von Triebwerken. Auch ein gutes Zeichen dafür ist die laufende Anlieferung von Triebwerken. Sowohl Raptor Boost als auch Raptor Center. Wenn du den Unterschied zwischen diesen Triebwerken nicht kennst, dann kann ich dir dieses Video in der Infobox empfehlen. Diese Platte wurde angeliefert. Das ist ein sogenannter Thrust Pack. An dieser Platte werden 8 Triebwerke außen und eines in der Mitte angebracht. Schauen wir einmal, was sich sonst noch so tut. Die Erweiterung der Fabrikationshalle für Hilfsgeräte wird erweitert. Hier sehen wir, wie Mitarbeiter die Erweiterung fertigstellen. Aber auch der Mittelschutz hat auf der Rückseite, die zur Straße zeigt, einen Zubau erhalten. Und im Hochschutz geht die Verglasung der Bar ganz oben in die Zielgerade.
In der Nähe der Stelle, wo die Tankfarmschalen gebaut wurden, stehen jetzt diese Gerüste. Kann sich jemand vorstellen, wofür die verwendet werden? Ich vermute, dass sie beim Bau vom neuen Hochschutz zum Einsatz kommen könnten. Dieser existiert im Moment nur in Form eines riesigen Lochs im Boden der Werkstraße. Mitarbeiter haben mit dem Guss des Fundaments begonnen. Und bevor wir zum Blue Origin Drama kommen, möchte ich euch noch gerne diese Gitterflossen für einen Booster zeigen. Wenn das in der Werkstraße herumliegt, wird seine Installation nicht lange auf sich warten lassen. Zum Schluss noch einen Blick auf die Straßensperren des Highway 4. Am 7. Oktober wird die Straße von 17 bis 0 Uhr gesperrt. Am 8. Oktober wird die Straße von 6 in der Früh bis mittags und am 11. Oktober von 17 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier schon die Triebwerke an S20 angebracht sind, sodass der Prototyp ein statisches Feuer veranstalten kann. Wir kommen langsam wieder in die Testphase der Entwicklung. Das ist wahnsinnig aufregend. Ihr werdet schon bemerkt haben, der neue Mars Chroniken Online-Shop ist online. Ich habe einige ziemlich nice Designs für Raketen-Nerds. Schaut gerne mal rein unter wearespace.co/collections/Mars-Chroniken. Ihr findet den Link auch in der Videobeschreibung unten. Genug von Boca Chica und Starbase. Kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Ausgabe. Jetzt möchte ich mir gerne den Artikel von Eric Berger vom 4. Oktober auf Ars Technica anschauen. Darin geht es um geleakte interne Memos von Blue Origin, beziehungsweise eine Sammlung von Notizen und Memos im Umfang von 9 Seiten. Um niemanden angreifbar zu machen, werden hier keine Namen genannt. Ich halte Eric Berger für einen integren Mensch und Journalist und vertraue, dass er nach bestem Wissen und Gewissen daraus zitiert hat. Es stehen einige äußerst interessante und brisante Sachen in diesen Notizen. Werfen wir mal einen Blick darauf. Die Sammlung ist vom November 2018. Blue Origin hatte eine externe Firma mit dem Namen Eversend und das Management damit beauftragt, einen Vergleich zwischen SpaceX und Blue Origin anzustellen. Mehrere Mitarbeiter und Manager haben ihren Senf abgegeben und gesammelt an den CEO von Blue Origin, Bob Smith, gesendet, der zu dieser Zeit gerade sein einjähriges Jubiläum bei Blue Origin feierte, sofern ihm zum Feiern zumute war. Also muss Blue Origin schon 2018 realisiert haben, dass ihnen SpaceX davonrennt. Denn die Fragestellung allein spricht schon Bände. Findet heraus, warum SpaceX so viel besser ist als wir. Was machen sie besser? Dieser Auftrag war das Ergebnis von beinahe 2 Dekaden Firmengeschichte, ohne auch nur eine Rakete in eine Erdumlaufbahn geschossen zu haben. Und das, obwohl Jeff Bezos mindestens 1 Milliarde US-Dollar in seine Unternehmung steckt. Hingegen Elon hat 2002 bei der Gründung von SpaceX mit 100 Millionen US-Dollar angefangen und hatte nicht so viel Spielraum. Sie mussten schnell mit dem operativen Geschäft beginnen. SpaceX war gezwungen, sehr früh zahlende Kunden, vor allem staatliche Auftraggeber zu finden. Das ist schon einmal einer der größten Unterschiede. Gwynne Shotwell, die Präsidentin und COO von SpaceX, hatte sich schon 2019 auf einer Konferenz zu diesem Unterschied der Philosophien geäußert. Sie meinte damals, dass Blue einen riesigen Haufen Geld hat und nicht viel damit anfängt. Sie glaubt, dass Ingenieure mit viel Geld und viel Zeit weniger produktiv sind, als wenn die Ziele ambitionierter gesteckt sind. Ich kann ihr da zustimmen. So ähnlich ticke ich selbst auch. Ich arbeite einfach viel effizienter und produktiver, wenn ich unter Druck stehe. Denn so ist man gezwungen, die beste Balance zwischen einem herausragenden Produkt und der effizientesten Herangehensweise zu finden. Der Grund dafür ist, dass SpaceX durch die limitierten Geldmittel dazu gezwungen wurde, nicht das bestmögliche Produkt mit der höchsten Qualität, sondern ein Produkt zu bauen, welches funktioniert, günstig im Design und in der Herstellung ist. Das führt automatisch zu einem niedrigeren Preis für den Endverbraucher. Und genau darauf kommt es schließlich an, dass das funktionierende Produkt günstiger ist als die Konkurrenz. Und das war die Falcon 9 dann auch, als sie auf den Markt kam. Sie konnte den damaligen dominanten Vorreiter, die europäische Ariane 5 Rakete, um rund 50% unterbieten. Eversend schreibt im Bericht, dass SpaceX mit dem Kunden im Fokus arbeitet, was Hand in Hand mit günstigeren Preisen geht. Ein Blue Manager meinte dazu, dass dieser Gedanke bei ihnen fehlt. Bei Blue betrachte man den Kunden eher als Belastung, Plagegeist oder Ärgernis. Er oder sie meint, dass das für alle ihre Produkte gilt. Blue ist von seinen Kunden genervt.
Blue Origins zukünftige Rakete New Glenn soll wesentlich mächtiger sein als SpaceX's Falcon 9. Eversend fragte das Management, ob diese Designentscheidung aufgrund von Kundenanforderungen passiert sei. Darauf antwortete jemand, dass SpaceX es hinbekommen hatte, dass sich der Satellitenmarkt an ihre verhältnismäßig schwache Rakete angepasst hatte. Genau das hatten sie auch vorgehabt, aber nur in die andere Richtung. Sie wollten die Marktanforderungen übertreffen, also Leistung anbieten, nach der niemand gefragt hat. Er oder sie stellt die Gegenfrage, ob die Kunden ihre Produkte wirklich so designen werden, dass sie nur noch von Blue Origins New Glenn befördert werden können. Ich lese hier zwischen den Zeilen, dass dieser Manager von Blue verstanden hat, dass sich die Kunden nicht gerne von einem Anbieter abhängig machen wollen. Vor allem nicht, wenn der Anbieter Kosten als sekundären oder sogar tertiären, also drittrangigen Faktor betrachtet. Blue Origin hat vielleicht die Ambition, die beste Rakete der Geschichte zu bauen, aber vernachlässigt dabei viele wichtige Faktoren, zum Beispiel die Kunden und den Preis. Jemand schreibt, die Kostengrenzen sind in die Firmenkultur von SpaceX integriert, was zu günstigeren und damit nachhaltigeren Lösungen führt. Bei Blue sehe man die Kostengrenzen eher als eine böse Maßeinheit, die zu suboptimalen Lösungen führt und nicht als ein Instrument, welches bei der Optimierung hilft. Darüber hinaus hätte Blue Origin ein großes Problem bei der Abschätzung von Kosten, weil einfach der Preis keinen hohen Stellenwert hat. Ich denke, das ist verrückt, so zu arbeiten. Ein Blue Origin Manager gibt in seinem Memo zu, dass Blue im Vergleich zu SpaceX irgendwie faul ist. Das steht auch im Zusammenhang mit der vertikalen Integration der beiden Firmen. Obwohl Blue Origin dazu in der Lage wäre, weil sie die notwendigen Produktionsstätten haben, lagern sie zu viel an externe Unternehmen aus. Dadurch drücken sie automatisch den Preis nach oben und das gesamte Projekt wird langsamer. Eversend schätzt, dass SpaceX rund 70% aller ihrer Teile selbst herstellt und 30% herstellen lässt oder zukauft. Blue Origins Fabrikationshalle sei nur zu 50% ausgelastet. Trotzdem lagern sie Arbeit aus, unter anderem auch deswegen, weil sie nicht ausreichend Mitarbeiter in diesem Bereich angestellt haben. Es tun sich hier leider Abgründe von Managementfehlern auf, die meiner Meinung nach Blue mindestens 10 bis 15 Jahre gekostet haben. Wo sich die beiden Unternehmen auch unterscheiden, ist, wie sie Personal anstellen. Während SpaceX schon als das Harvard von Raketenwissenschaften gesehen wird und ohnehin schon alle jungen Köpfe anlockt, ist Blue einerseits nicht so beliebt, aber dafür sind sie umso pingeliger und wählerischer bei der Auswahl neuen Personals. Aber auch in der Mitarbeitermotivation zeigt sich, dass die beiden auf unterschiedlichen Pfaden wandern. Während SpaceX nicht die höchsten Gehälter zahlt, bekommt das Personal Firmenanteile und die große Vision vom Mars. Blue Origin zahlt hohe Gehälter. Dafür sind die Möglichkeiten, sich an der Firma zu beteiligen, eher gering. Seht ihr den Denkfehler hier? Wenn ich einen Anteil an der Firma habe, in der ich arbeite, werde ich doch viel mehr Schweiß und Blut hineinstecken, als wenn ich mein Gehalt bekomme, komme was wolle. Je besser SpaceX performt, desto wertvoller sind die Mitarbeiteranteile. Du weißt dann einfach, je besser du arbeitest, desto besser verdienst du auch. Genau diese Einstellungssache spiegelt sich auch in der Arbeitszeit wider. SpaceX fordert es von seinen Mitarbeitern, teilweise 16 Stunden am Tag oder 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Es ist auch im Interesse vom Mitarbeiter, am Wochenende und am Abend weiterzuarbeiten, wenn er oder sie direkt davon profitiert. Bei Blue sind die Hallen und Büros am Wochenende leer. Zur Klarstellung, es ist nicht gesund, so viel zu arbeiten. Aber gerade in den jungen Jahren kann man das schon eine Zeit lang machen, um die Karriere ein wenig zu beschleunigen. Ich bin der Meinung, dass wir unsere Grenzen überschreiten müssen, um die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Auch ein Blue Manager meint, dass er kein Befürworter von 80-Stunden-Wochen ist, aber mit 40-Stunden-Wochen werden sie nicht ihre Ziele erreichen. Im Bericht steht, dass SpaceX manchmal 10% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussortiert, die schlecht performt haben. So stellen sie sicher, dass nur sogenannte High Performer angestellt sind. Blue spielt mit dem Gedanken, diese Praxis mit 5% der Belegschaft durchzuführen. Laut einem Manager analysiert Blue zu viel und tut zu wenig.
Im Vergleich zu SpaceX's agiler Entwicklung verbringt Blue zu viel Zeit damit zu planen, zu reden, Konferenzen und Meetings abzuhalten und zu wenig Zeit damit wirklich zu bauen und zu testen. Jemand spricht das Video an, das SpaceX 2017 auf YouTube gepostet hatte. In dem Video sind fehlgeschlagene Falcon 9 Landungen zu sehen. Das Video heißt How Not to Land an Orbital Rocket Booster. Also wie man einen orbitalen Raketenbooster nicht landen sollte. Sie schämen sich nicht für Fehlschläge. Und genau das bindet die Community so stark an SpaceX. Im Endeffekt sprechen sich viele Blue Origin Offizielle dafür aus, mehr so zu werden wie SpaceX. Aber wenn Jeff nur ein paar Nachmittage in der Woche in der Firma ist und kein Ohr für die Mitarbeiter hat, sondern nur mit Checks um sich wirft, wird er wohl nicht so werden können wie SpaceX. Seit diesem Bericht sind nun beinahe 3 Jahre vergangen und es zeigt sich kein großer Umschwung in der Blue Origin Kultur. Manchmal sind Menschen einfach beratungsresistent. Ist für mich nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke oder Intelligenz. Wer glaubt, alles zu wissen und richtig zu machen und nicht bereit ist, sich zu ändern, hat in meinen Augen schon längst verloren. Und ich sage euch das hier und jetzt ganz offiziell, wenn Blue Origin das Ruder nicht bald massiv herumreißt, wird es Jeff bald reichen und dann könnte es passieren, dass Blue der Geldhahn zugedreht wird. Jeff wird aussteigen, Blue Origin auflösen oder verkaufen. Theoretisch hat Jeff Bezos genug Geld, um noch jahrelang so weiterzumachen. Aber irgendwann wird's peinlich. Während SpaceX in diesen 3 Jahren über 60 Starts, davon 4 Crew-Missionen absolviert hat und einen milliardenschweren Mondlandeauftrag der NASA bekommen hat, hat Blue Origin nur einen einzigen suborbitalen Flug mit Menschen zu verbuchen. Klar, sie waren davor schon weitere 14 Mal nicht im All mit ihrer New Shepard Rakete. Aber dafür haben sie auch noch nichts in einen Orbit befördert. Das ist irgendwie wie der Katastrophenfilm von Mr. Bean. Als ob sich das jemand ausgedacht hätte. Auf diesem Kurs werden sie bald gegen die Klippen donnern. Im Vergleich zu Elon ist Jeff bei weitem nicht so sehr in die Entwicklung involviert. Er macht sich die Hände lieber nicht mehr schmutzig. Aber er hat das Geld und möchte es auf eine andere Art erreichen, ein großer Player in der Raumfahrt zu werden. Und wenn es mit dem Kopf durch die Wand ist, viel Spaß wünsche ich dabei. Es muss natürlich auch nicht immer alles so gemacht werden, wie SpaceX es macht. Es gibt viele andere Unternehmen, die gerade emporsteigen. Jeder hat seine eigenen Ideen, Geschäftsmodelle und Herangehensweisen. Die meisten haben nur einen kleinen Bruchteil dessen zur Verfügung, was Blue Origin hat. Und meiner Meinung nach haben alle eine bessere Strategie als Blue Origin. Geld spielt eine wichtige Rolle in der Raumfahrt. Zu wenig davon und du scheiterst. Zu viel davon und du bist einfach ein wandernder, klagender, verzweifelter Zombie, den bald niemand mehr ernst nimmt. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei all meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ein besonderer Dank geht an Interdisziplinär für dein Upgrade auf Patreon. Danke dir. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. WADA möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Lifestyle, Technik, Musik und vieles, vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So, meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.